wall disappear, then this all becomes a beautiful bathroom. Ich heiße Tamra Day und restauriere alte Villen, um sie in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Auf meiner Einkaufsliste stehen große, günstige Objekte, die meine Konkurrenten verschmähen. In meiner Heimatstadt Kansas City gibt es sie überall. Häuser restaurieren ist meine Leidenschaft und ich bin dankbar, dass es auch mein Job ist. Ich arbeite gerade an einer Villa im Neu-Tudor-Stil. Das Erdgeschoss ist toll geworden. In der ersten Phase haben wir aus Küche und Esszimmer einen Raum gemacht und das ehemalige Dienstmädchenzimmer zur Waschecke und Vorratskammer umgestaltet. Für die Renovierung des Erdgeschosses haben wir $95.000 ausgegeben, sodass $65.000 für das Obergeschoss bleiben. Wir planen hierfür 10 Wochen. Das größte Problem im Obergeschoss ist die Raumaufteilung. Es hat 3 Zimmer und 2 Bäder. Da müssen wir was tun. Ich wünsche mir ein großes Elternschlafzimmer mit Bad. Alle Zimmer sind über einen kleinen Treppenabsatz zu erreichen. Okay, Troy, check out this. Ist das nicht ein schöner Aufgang? Das Geländer ist unglaublich. Solides Kunsthandwerk. Hier ist das Elternschlafzimmer. Die Seite möchte ich nur etwas aufhübschen. Hier wird entkernt. Das Zimmer ist in einem guten Zustand. Der Balkon hat aber schon bessere Tage gesehen. Lustiges Teil. Da kracht man ja durch. Aber es ist so ruhig hier. Wir brauchen auf jeden Fall neue Bohlen. Bisschen aufhübschen. Dann wird das super. Schöner Außenbereich. Das ist unser Elternschlafzimmer. Es hat eine ordentliche Größe plus 2 begehbare Kleiderschränke. Ich möchte den hier bis ganz hinten öffnen. Dann ist er weniger rechteckig. Das Bad soll wirklich einladend sein, mit einer schönen, großen Dusche. Noch ist es als Hauptbad viel zu klein und braucht eine Generalsanierung. Wir sollten eine Wand quer durch den Raum ziehen und dahinter Ankleide und Bad platzieren. Das winzige Badezimmer ist nicht mehr zeitgemäß. Ich plane daher, eine Wand vom Bad bis zum Schrank einzuziehen. Dieses Drittel des Zimmers wird zu einem geräumigen Badezimmer mit begehbarem Schrank. Die 2. Ankleide entfernen wir. Wir nehmen die Wand raus und schaffen so mehr Platz für das Schlafzimmer. Das wird prima. Ein absolutes Highlight des Hauses ist der große Garten. Der hat wirklich Potenzial. Okay, Troy. Ist der Garten nicht toll? Ich möchte die Veranda erweitern. Wir können eine Außenküche mit Grill, Barhockern und Arbeitsplatte bauen, was wirklich cool ist. Mit Pflastersteinen. Darauf bin ich gespannt. Es geht los. Zuerst reißen wir alles raus, was nicht zu retten ist. Ich freue mich, wenn mein Dad hilft. Mit ihm geht's viel schneller. Jetzt setzen die Handwerker die Rahmen für das neue Hauptbad. Und wir haben das Fenster im Schlafzimmer ausgebaut, um Platz für die Doppelflügeltür zu schaffen, die auf den neuen Balkon führen wird. Ich helfe meinem Team, wo immer ich kann. Die Nagellöcher in der Rigipsplatte müssen verspachtelt werden. Das ist zeitaufwendig, aber nicht schwierig. Draußen errichten die Zimmerleute den neuen Balkon, den man bald durch die Doppelflügeltüren betreten kann. Wir füllen und versiegeln die Steinschüttung zwischen den Terrassenplatten und streichen die Außenküche. Drin bauen wir die Regale für den begehbaren Kleiderschrank und Dad hilft mir mit den letzten Details. Der Tag der offenen Tür naht. Mein Team und ich haben die Villa im Neu-Tudor-Stil aus dem Jahr 1926 wieder zum Leben erweckt. Im Erdgeschoss schufen wir einen großen offenen Koch- und Essbereich und das Wohnzimmer hat mit der Neueinfassung des Kamins einen neuen Blickfang bekommen. Der erste Renovierungsabschnitt lief super, genau wie der zweite.
Die Fachwerkfassade war durch die lange Vernachlässigung verwittert und beschädigt. Wir haben die Fassade grau und die Balken als Kontrast weiß gestrichen. Die Garage war für moderne Autos zu niedrig. Deshalb haben wir höhere Tore eingebaut. Highlight des Gartens ist der neue Outdoor-Bereich. Die Veranda war nichts weiter als eine überdachte Betonplatte. Wir haben sie mit Hickory-Holz ausgekleidet und eine Terrasse aus Steinplatten geschaffen. Außerdem gibt es eine Außenküche mit Arbeitsplatte und Grill, einen Esstisch und eine Feuerstelle. Hier können die künftigen Besitzer ausgelassen feiern. Heute ist Tag der offenen Tür. Ich bin gespannt, wie die Besucher unsere Arbeit beurteilen. Im Aufgang haben wir Fußboden und Türen aufgearbeitet. Die neutrale Textiltapete rundet das Bild ab. Oh mein Gott, das ist gorgeous. Unter dem Teppich im Obergeschoss versteckte sich ein schönes Parkett. Wir mussten es nur abschleifen. Im Schlafbereich gab es ein kleines Bad und zwei Ankleiden. Aus einer der Ankleiden schufen wir eine gemütliche Leseecke. Um dem Zimmer ein eleganteres Erscheinungsbild zu verleihen, haben wir Doppelflügeltüren eingebaut und einen Balkon auf das Verandadach gesetzt. Für einen zeitgemäßen Komfort zogen wir neue Wände ein und vergrößerten den begehbaren Kleiderschrank. Das neue, geräumigere Bad bekam einen Doppelwaschtisch mit Quarzbecken und Schubladen. Der Fliesenspiegel besteht aus einem schlichten Arabeskmosaik. Für den toten Raum hinter dem Eingang haben wir Regale maßanfertigen lassen. Aus der winzigen Brause wurde diese luxuriöse Duschkabine mit Bank. Für den Boden und die Decke haben wir graue Sechseckfliesen, für Wände und Bank eine holzgemaserte Fliese und dieselben Arabeskfliesen wie am Waschtisch verwendet. Außerdem haben wir den begehbaren Schrank vergrößert und mit Kleiderstangen und offenen Regalen versehen. Mir ist wichtig, dass die Häuser authentisch bleiben. Wir konnten die ursprünglichen Böden freilegen, die Bögen im Erdgeschoss erhalten und das Haus den Bedürfnissen moderner Familien anpassen. Der zweite Renovierungsabschnitt kostete uns $70.000, $5.000 mehr als geplant. Damit summieren sich die Renovierungskosten auf $165.000. Mit dem Kaufpreis haben wir insgesamt $445.000 in das Haus investiert.